Hallo ihr lieben Maxis, ich habe heute wieder einen Gast und zwar die Jana. Hi. So, die Jana, die macht eigentlich erst seit 4 Jahren Ballett bei mir und davor noch ein Jahr irgendwo anders gemacht. Und das ist nicht so einfach, wenn man nicht von klein auf Ballett lernt. Ist es natürlich sehr komplex und man muss es über Jahre üben, diese kleine Bewegung. Also dafür macht das schon sehr gut. Also machen wir eine schöne, einfache Stange, wo wir alle glänzen können. Okay, dann stellt euch mal auf. An die Stange, wir fangen an mit Plié. Ich erkläre dabei schön, was wichtig ist. Ein bisschen bei der Feuerlacht. Super. Anholen und auf. Ein Demi-Plié, Bauch rein, Po fest. Und nochmal. Jetzt die Hand einfach nur drehen. Ganz gerade runterlassen. Knie auf, soweit es geht. Die Ferse setzt zuerst ab, wenn ihr mit dem Arm in Bauchnabelhöhe seid und steigt auf Schulterhöhe. Hier von vorne runter. Ganz lange und öffnen, zweite Position. Bauch rein. Das kleine Plié ist genauso tief wie das große in der zweiten. Jawohl. Und zwar der Po auf Höhe der Knie. Und in die Hand schauen. Und nochmal vorne runter, Jana. Und alle. Nochmal lange raus. Stopp. Und Höhe. Und auf. Tendue fünfte. Ein Plié. Auf rein, Po runter. Knie gehen auf. Die Ferse bleibt am Boden. Zur Seite, zur Stange zuerst. Das Kind ganz lange machen und auf den Boden schauen. Und schön der Arm über den Kopf. Nicht zu eng, aber schön. Genau, vierte Position. Ein Plié. Nochmal Plié. Ein großes Plié runter. Und ab. Und stehen. So, jetzt besprechen wir mal den Kreis, den man macht. Und zwar dreht man sich zum Bein ein bisschen weiter, ungefähr ein Viertel. Dann geht man runter vorne. Genau. Der Arm geht zum Fuß. Wir gehen weiter zur Stange. Achtung. Mal nach hinten. Und auf. Jawohl. Und gleich wieder seit. Hoch. Über die Hand schauen. Und umdrehen. Über die Hand schauen. Schön schließen. Und anderen Arm dazu machen. Dann ist der Arm im Krawatte. So heißt es, wenn der da unten ist. Erste Position. Wieder ein Stückchen zurück. Genau. Und vor, Köpfe seit. Bauch rein, Po runter. Und streck. Und nochmal. Die Hand dreht sich um. Zeigefinger raus. Gewoblie. Knie seit, soweit es geht. In die Hand schauen. Und auf. Vorne runter. Und das Kinn wird zur Brust. Jawohl, Arme vorne raus. Und hoch. Aufpassen, dass der Arm auf der gleichen Linie bleibt. Zweite Position. Ein Plié. So tief, wie die Knie sind. Jawohl, Hand auf die Wolken legen. Bleiben wir bei dem Kleinen. Und runter. Und auf. Nochmal vorne runter. Richtig locker lassen da unten. Und jetzt, Achtung, im Spiegel schauen, Jana. Arm auf der Höhe vom Kopf. Höhe. So, und da bleibt er. Bleiben. Genau, nicht den Arm überholen. Ein Plié. Und Plié. Großes Plié runter. Zur Stange. Hier knicken. Auf den Boden schauen und schön lang. Ein bisschen tiefer noch. Jawohl. Und zur anderen Richtung. Hier, genau über dem Kopf. Und öffnen. Und vierte. Einmal. Und zweimal. Noch ein großes Plié. Tief runter. Und auf. Und jetzt dieses Drehen. Achtung. Hier hin. Bis der Arm da hoch zeigt. Vorne runter. Super. Ganz runter, zur Stange und über hinten und auf. Vorne schließen, so, und Kopf hoch und vor einem seit.
Dame im Rabe. Wisst ihr noch? Sehr gut. Wir machen Tendue. Und wie ihr sie kennt. Tendue vor, Flex, Streck und dann drüber die vierte. Fünfte. Und Tendue vor, Flex, Streck. Jetzt genau in der Mitte sitzen. Auswärts bleiben.
Hand ans Knie, noch ein bisschen tiefer. Jawohl, und jetzt bleib hier. Oben mit der rechten Schulter zurück. Super. Im Spiegel gucken. Und unten die erste Position. So, aber jetzt Kopf hoch. Sehr schön. Jetzt erst das Bein strecken. Und dann den Arm vor. Zeigefinger hoch. Ja. Und aufstellen, Pose. Und schließ. Jawohl, super. Geht noch was mit Beinen in die Hand seitlich? Gut. Na dann los. Runterlassen, das geht ja nicht so leicht. Aber ein bisschen Widerstand, der baut wieder Muskeln auf. Ist wichtig. Okay, dann machen wir Échauffé. Und zwar beide Hände an die Stange. Rechts vorne, fünfte. Échauffé, acht Stück. Schließ. Zwei. Da geht es jetzt mal nur darum, eine schöne zweite zu bekommen. Ihr könnt prüfen, ob die richtig ist, indem ihr so macht. Zweite. Wenn ihr dann mal absetzt und da ein Fuß von euch dazwischen passen würde, dann habt ihr den richtigen Abstand. Wenn da kein Fuß dazwischen passt oder nur ein Riesenfuß, dann stimmt es nicht. Ja? Also fünfte, gehen, schön auswärts, po runter. Échappé. Mal absetzen und abgucken. Ja, so die Füße gekommen. Super. Okay, wir machen acht. Échappé. Ja? Und dann machen wir. Ein Arm, zweiter Arm und versuchen eine kleine Attitüde vorher hier und dann strecken und runter. Also nur ab, échappé, passé und stehen in einer kleinen Attitüde. Also, plié, eins, schließ, zwei, schließ, gleich stehen und plié. Okay.
durchschleifen. Ja, das muss so. Das Gehäuschen. Würde man jetzt ein Foto machen? Klick. Würde unten die erste Position sein. Würde man vorne ein Foto machen, wäre ein Tombü. Erste Tombü hinten. Batman. Dreimal. Drei vor, drei seit, drei runter. Einmal.
Spagat. Ja, es muss ja kein perfektes Spagat sein. Aber gemacht werden muss es. Okay, bereit? Okay. Ja, rechts, links, beides. Schnell weg und guckt auf euer eigenes Spagat, ja? Oh, ist okay. Fußspitze strecken? Also ich erkenne keinen Unterschied. Fußspitze strecken, jawohl. Klasse. Und noch Zeit. Jawohl. Ich war's. Fertig. Ja, guck, dass er mit dem Gewicht natürlich nicht so weit nach hinten kommt, sonst sitzt er gleich, ne? Also den, aber wir üben. Wir haben noch genug Zeit. Okay, noch ein bisschen vorne runterlegen und wie zu Hause fühlen. Jawohl. Okay, dann danke ich der Jana, dass sie mitgemacht hat an der Stange, obwohl sie es ja noch nicht so von klein auf gelernt hat, ne? Super, vielen Dank. Gerne. Tschüss, bis bald.